Deutliche Worte, Alexander Gauland, in Richtung seiner Anhänger in Stuttgart. Woran lag es? War es die Person Kretschmann oder welche sonstigen Dinge haben eine Rolle gespielt, dass die Grünen am Ende so stark die Nase vorn hatten? Ja, Kretschmann war natürlich die Wahlkampflokomotive der Grünen. Er hat eine starke integrative Ausstrahlungskraft. Die Leute bringen ihm auch Vertrauen entgegen. Das teilt er in gewisser Weise auch mit Angela Merkel. Das heißt, gerade in Krisensituationen ist es ja wichtig, dass es Ministerpräsidenten oder Kanzler gibt, die in gewisser Weise Vertrauen ausstrahlen. Aber es ist ja nicht nur die Person als solches, sondern er vertritt ja auch bestimmte Positionen. Das ist ja nicht losgelöst voneinander. Er vertritt eigentlich den Flügel innerhalb der Grünen, die für eine wirtschaftsökologische Politik sind. Und ich glaube, er hat sowohl vielen Wählerinnen und Wählern in Baden-Württemberg als auch Teilen der Industrie und Wirtschaft deutlich machen können, dass es möglich ist, Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Das war zumindest seine Linie. Er hat sich um Digitalisierung gekümmert, ist in Silicon Valley gefahren, nach Kalifornien, um sich schlau zu machen. Er hat rechtzeitig proaktiv in der Flüchtlingspolitik gehandelt, hat zweimal einen Flüchtlingsgipfel einberufen. Das heißt, er hat versucht, sozusagen die Situation von Anfang an zu beruhigen. Und das macht sicherlich seine Stärke aus. Aber er kann sich auch auf eine starke Partei in Baden-Württemberg stützen. Die Grünen haben Oberbürgermeister in mehreren großen Städten. Salomon, Palmer. Genau, okay. Genau. Also das heißt, die Partei hat es geschafft, in Baden-Württemberg sich auch in der Fläche zu verankern, auch in den Städten, aber auch in kleineren und mittleren Städten. Und das ist das Gerüst, auf dem er seinen Wahlkampf aufbauen konnte und der die Grünen in Baden-Württemberg deshalb unter anderem so stark gemacht hat. Nichtsdestotrotz muss er jetzt eine Koalition finden. Er könnte die Ampel probieren, aber das Verhältnis zwischen Grünen und FDP ist mindestens seit dem Wahlkampf extrem problematisch. Er hat sie so ein bisschen abgetan als zu kleine Partei, die den Wechsel nicht fordern könnte. Und gleichzeitig hätte er einen Juniorpartner Union, die wahrscheinlich aber dafür zunächst mal auch nicht bereit sind. Welche Konstellation erscheint am wahrscheinlichsten? Ja, die Regierungsbildung wird noch schwierig werden. Da werden wir wahrscheinlich noch mehrere Verhandlungsrunden erleben. Oder teuer. Teuer wird es auch werden. Die Frage ist, wer welche Preise bereit ist zu zahlen. Er hat ja zu Recht betont, er hat jetzt erstmal einen Regierungsauftrag. Auch Herr Schmidt von der SPD hat gesagt, es liegt an Herrn Kretschmann, eine neue Regierung zu bilden. Das kann man als vorsichtiges Signal deuten, dass er möglicherweise, wenn er denn noch etwas zu sagen hat in der SPD, nicht für eine sogenannte Deutschlandkoalition plädieren würde. Aber das ist natürlich alles offen. Wenn es Guido Wolf oder jemand anderes aus der CDU gelingen würde, so eine Deutschlandkoalition gegen Kretschmann zusammenzuzimmern, so ist Machtpolitik, dann könnte Kretschmann sicherlich nichts machen, auch wenn er den Auftrag, den klaren Auftrag von den Wählern gekriegt hat. Ich glaube persönlich nicht, dass er so weit kommen wird. Man hört aus der CDU auch bereits vorsichtige Signale, dass man sogar bereit ist, in eine grün-schwarze Koalition. Kommen die Signale aus Berlin oder wo werden die gesteuert? Nun, Herr Strobel hat ja schon vor diesem Wahlsonntag zu erkennen gegeben, dass man möglicherweise Herrn Wolf auch aus dem Verkehr zieht, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Und Herr Strobel, der auch gut vernetzt ist in der Bundestagsfraktion der CDU, also in der Spitze der Partei in Berlin, ist bekannt, dass er eigentlich ein Anhänger von Schwarz-Grün ist. Dass er jetzt sozusagen grün-schwarz machen muss, ist sicherlich sozusagen eine Ironie der Geschichte. Baden-Württemberg war klassischerweise immer das Land, wo man damit rechnen konnte, dass es mal Schwarz-Grün gibt. Auch die Grünen hatten sich darauf eingestellt. Jetzt haben die Grünen sozusagen das Ruder übernommen. Das stellt natürlich die Dinge in gewisser Weise auf den Kopf in einem konservativen, im Grunde strukturkonservativen Bundesland. Mit einem Ministerpräsidenten, den sich viele in der Union offensichtlich auch gewünscht haben, also ein Kretschmann in der Union, dann hätte es vielleicht für Sie auch gepasst. Ein Satz noch zur AfD. Wir reden von Pi mal Daumen 15%. Das ist sehr stark, erscheint es zumindest zahlenmäßig in einem westlichen Bundesland und dann auch noch in einem derart wirtschaftlich starken wie Baden-Württemberg. Warum? Ja, man hat ja schon damit gerechnet, dass die AfD in Sachsen-Anhalt stark werden wird. Aber 15% in Baden-Württemberg, das wird sicherlich viele erstaunen. Wobei man nicht vergessen darf, dass traditionell Baden-Württemberg auch immer ein Land war, wo rechte und rechtsextreme Parteien durchaus beachtliche Wahlergebnisse hatten. In den 60er Jahren die NPD, das beste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl. Dann 1992 die Republikaner, die in den Landtag eingezogen mit über 10%. Das heißt, es gibt vor allen Dingen in bestimmten Regionen Baden-Württembergs eine bestimmte Disposition von Wählern für die Wahl von solchen rechten Parteien, unabhängig von den Veränderungen, die wir ja haben in den Generationen, in der demografischen Entwicklung. Das ist ein interessantes Phänomen, wird auch in der Politikwissenschaft immer mal wieder untersucht, warum es solche Enklaven gibt.
Da sind es in Baden-Württemberg vor allen Dingen protestantische Wahlkreise, wo mehrheitlich Protestanten wählen, wo es eine starke Wahl für rechte Parteien gibt. Man darf dann das vielleicht als Letztes nicht vergessen, die AfD hat mit Professor Jörg Meuthen einen mehr seriös daherkommenden Politiker ins Rennen geschickt, der auch eher bürgerlich konservativ aufgetreten ist, also nicht einer der Radaumacher à la Höcke aus Thüringen innerhalb der AfD, der auch in das bürgerliche Milieu durchaus eine gewisse Ausstrahlung gehabt hat. Also aus dieser Mischung gewissermaßen ist dieser Wahlsieg oder dieses gute Abschneiden der AfD zu Recht zu erklären. Danke, Lothar Probst.